Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Il Collezionista, der Sammler. Ich bin Andrea und heute gibt es wieder eine neue Folge One Six Custom. So, erst vor kurzem hatte ich ja eine andere Folge hochgeladen. In dem Fall ging es um einen Custom Headscalp für Tony Stark von Max Nutt. In dem Fall hier haben wir einen anderen Headscalp, in dem Fall von Genix Art, ist ein koreanischer Künstler. Er macht immer wieder Run von Custom Headscalp von verschiedenen Charaktere. In dem Fall hier ist es ja von Saul Goodman. Ich habe ja die Originalfigur ja von TreeZero und da hat er eigentlich TreeZero eine ziemlich gute Arbeit gemacht mit dem Headscalp von Saul Goodman. Aber ein Kumpel hatte sich ja diesen Headscalp schon letztes Jahr gekauft und hat er mir gezeigt und ich fand den wirklich übertrieben gut, dass ich gesagt habe, okay gut, den möchte ich auch haben, weil ich bin ein großer Fan von Saul Goodman, also so ein Charakter so gesehen aus Breaking Bad oder aus der Serie Better Call Saul, dass ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt haben, weil das sieht schon einfach besser aus, das muss man einfach so sagen. Ich werde natürlich beide Headscalps zeigen, damit ihr euch natürlich auch eine Idee machen könnt, was für einen Riesenunterschied zwischen diesen beiden Headscalps hier gibt. Und ja, und das Ganze ist auch in so eine Metallbox halt angekommen, so wie eigentlich den anderen Headscalp, was ich vor kurzem gezeigt hatte von Tony. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen und jetzt würde ich mal sagen, wir gucken uns halt beide Headscalps halt natürlich an, von Genix Art und von TreeZero, um das Ganze natürlich ein bisschen zu vergleichen. Deswegen, bis gleich. So, Leute. Das ist jetzt der Headscalp von Genix Art, nicht von TreeZero. Ich werde selbstverständlich jetzt gleich auch den Headscalp von TreeZero zeigen, damit ihr natürlich einen Vergleich habt. Aber ja, für die, wo die Figur besitzen oder kennen zumindest, werden sofort einen riesen Unterschied merken. Das ist wirklich ein brutal guten Headscalp von Genix. Wirklich einfach nur unfassbar gut, realistisch mit mega Paint und eine super Likeness zur Bob Hoddenkirk. So, und das hier ist halt den Headscalp von TreeZero. Natürlich so nebeneinander könnte man fast denken, dass diesen Headscalp hier so eine Art Karikatur eigentlich ist von Saul. Aber ich muss sagen, ich fand diesen Headscalp hier eigentlich schon immer gut. Also für, sage ich mal, Standard von TreeZero war auf jeden Fall einen sehr guten Headscalp. Auch mit einem ziemlich guten Paint. Im Normalfall ist das eigentlich so die größte Schwäche von TreeZero. Die machen gute Headsculpts, aber mit schlechtem Paint. In dem Fall war es eigentlich hier völlig okay. Aber ja, wie gesagt, verglichen jetzt mit diesen Headsculpts hier, das ist wie Tag und Nacht. Ne? Also schon allein, man muss auch sagen, diesen Headsculpt hier, auch wenn er gut ist, hat er ja ein paar Sachen, die eigentlich nicht so ganz gepasst haben. Erstmal die Frisur. Die Haare, was hier nach vorne so fallen und so sind sie auch eigentlich normalerweise auch in der Serie und so. Und hier sind nur ganz, ganz wenig. Und sieht so aus, ob der so eine riesen Stirn hat, ne? Und ja, sag mal so, klar, wenn diesen Headscalp jetzt nicht hier wäre und so, und ich würde das nur so zeigen, könnte man denken, ah oh ja, das ist doch er und so, das passt doch ganz gut. Aber ja, so jetzt verglichen nebeneinander, merkt man schon einen riesen Unterschied. Außerdem, was ich gemerkt habe, ein Hemd hat ein bisschen Farbe auf dem Hals hinterlassen. Das ist ja ein typisches Problem von vielen Herstellern. Ich schätze mal, irgendwann wird er genau auf diesen Headscalp auch so passieren. Aber halb so schlimm sieht man natürlich das nicht, weil durch den Kragen von dem Hemd wird das Ganze ja verdeckt. Aber ja, wollte ich nur erwähnen. Und außerdem, wenn man sich einen Headscalp von Genix kauft, man bekommt den immer ohne Pack. Also ohne diesen Teil hier, was man in den Hals reinsteckt. Und das größte Problem ist, das betrifft aber jetzt TreeZero. Die haben die eigene Bodies von TreeZero sehen ein bisschen anders aus wie die üblichen, was so auf dem Markt gibt. Das bedeutet, dass diesen Pack hier hat immer einen größeren, viel größeren Hals wie die anderen. Und das bedeutet, wenn ihr jetzt so ein Pack habt rumfliegen und ihr wolltet den auf so ein Custom Head so gesehen reintun, wird der nicht ganz genau passen. Da müsst ihr den entweder kleben und danach sowieso ein Loch so gesehen aufbohren, sage ich mal, einfach breiter machen, damit er überhaupt reinsteckt. Oder ihr braucht so einen originalen Pack von TreeZero. Und so war es in meinem Fall. Ich hatte noch einen zusätzlichen Skull von TreeZero, was ich nicht benutzt habe. Gott sei Dank. Und dadurch konnte ich ja so gesehen diesen Pack nehmen. Musste ich trotzdem selbstverständlich drauf kleben, weil unten sind die ja komplett. Sind die halt nicht verarbeitet. Ne? Wir haben also nicht diesen Gummiring und so wie ein, sag ich mal, ein original Headscalp allgemein so hat. Aber das war ja kein Problem, weil das ist ja nur diesen Pack, was an den Hals so dann geklebt wird. Und danach konnte ich den so gesehen perfekt auf dem Body natürlich halt reinstecken, weil diesen Anschluss, sag ich mal, was diesen Pack hat und so glitzergleich ist, ne, zu den anderen Bodies. Und das, wie gesagt, ist jetzt das Endergebnis.
Und ich muss sagen, ich bin ultra glücklich und zufrieden, weil das ist für mich auf jeden Fall Saul Goodman oder Jimmy McGill oder ein Schauspieler Bob Odenkirk. Wirklich richtig gut. Das sieht einfach nur mega gut aus. Obwohl, wie gesagt, die sind jetzt halt hier nichts Schlechtes. Also wenn man natürlich es jetzt nicht unbedingt ein Custom Head kaufen möchte, wie den hier und so, ist es ja absolut legitim und kein Problem. Aber ja, wenn man jetzt, sage ich mal, ein großer Fan ist und so wie ich jetzt von Saul Goodman, schätze ich mal mit Mike, meine Lieblingscharaktere überhaupt so in der Serie gewesen. Also selbstverständlich mag ich auch Walter und Jesse und auch andere Charaktere. Aber Saul, muss ich sagen, hat mir vom Anfang an wirklich richtig gut gefallen. Deswegen auch so die Serie gucke ich übertrieben gerne an. Also die Standalone-Serie jetzt über Saul, ja, Better Call Saul. Von daher, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut. Ja, jetzt würde ich mal sagen, wie gesagt, Head Sculpt ist absolut mega. Painting, Sculpting, absolut unfassbar gut. Was kann ich euch noch erzählen? Ja, das ist halt so, Genix Art macht immer wieder Run von Custom Head Sculpt. Und in dem Fall hier ist es halt so, ihr müsst so eine Art, so wie eine Art Pre-Order machen. Nur aber, dass ihr müsst, glaube ich, schon im Voraus komplett zahlen. Also das, ja, doch. Ihr müsst im Voraus natürlich schon zahlen, damit das so gesehen dann wirklich reserviert ist für euch. Ihr könnt es selbstverständlich auch danach nicht stornieren und euren Geld wieder verlangen. Also so funktioniert das bei Künstlern im Normalfall nicht. Da wird eigentlich auch kein Spaß verstanden und so. Also wenn der sowas dann macht, dann sehr wahrscheinlich, der wird euch dann nie wieder was verkaufen. Also da geht es wirklich alles um Vertrauen und das ist alles sehr seriös und das Ganze bekommt ihr auch als Fazit. Also in meinem Fall war es ja so, obwohl jetzt immer noch während dieser Corona-Zeit das Ganze ja geschehen ist, hat er mir das geschickt. Das kriegt er per Express-Paket. Also das, auch wenn das aus Korea war, ich hatte das innerhalb von einer Woche. Schon richtig krass und ja, super geschützt und alles drum und dran und so. Also da wird nicht lange rumgemacht. Das sind wie gesagt seriöse Künstler, die von sowas leben, schätze ich mal auch, weil natürlich verdienen die schon sehr gut. Das ist halt ein Unterschied zwischen den anderen Headscalp von Tony Stark, was auch ein Custom Headscalp ist, aber wurde produziert schon in einem sehr größeren oder was heißt sehr größeren, in größeren Stückzahl. Deswegen konnten die auch mit dem Preis so niedrig bleiben. In dem Fall hier, Genix im Normalfall, glaube ich, macht es immer so um die 30, 50 Stück maximal weltweit. In dem Fall, glaube ich, die erste Run war von 30 Stück und dann hat er noch eine zweite Run gemacht, weil so gefragt war, diesen Headscalp wieder von 30 Stück und dann habe ich zugeschlagen. Weil das erste Mal hatte ich auch verpasst. Und dann hatte ich das sowieso dann Pech, ne? Also wenn ihr das dann verpasst und so, dann ist es vorbei. Dann müsst ihr den privat von jemand anderem kaufen und da verlangen die Leute dann noch mehr Geld und schon das ist ja nicht günstig. Weil er verkauft ja die Headscapes unpainted und painted. Unpainted, glaube ich, sind die bei 110 Dollar. Und painted müssten 150 oder 160 gewesen sein. Kann ich mich jetzt nicht ganz genau erinnern. Also auch natürlich eine ordentliche Summe, ne? Aber ja, wie gesagt, Qualität wird halt bezahlt, so ist es einfach. Und dafür aber habt ihr etwas, was wirklich einfach nur unfassbar gut aussieht. Selbstverständlich, sowas kauft man sich nicht für jeden Charakter. Und wenn zum Beispiel einen anderen Headscape schon so standardmäßig Bombe aussieht und so braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber hier, wie gesagt, ist der Unterschied schon extrem. Und deswegen habe ich ja gerne dieses Geld so gesehen reingesteckt, weil Saul Goodman, wie gesagt, ist eine meiner Lieblingscharaktere aus der Serie allgemein. Und ich wollte das haben und habe ich auch so gesehen dann gekauft. Ja, Video ist jetzt vorbei. Wie immer, kurze Folge. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Habt ihr auch Custom Head Sculpt gekauft, so in den letzten Jahren oder Monate? Was haltet ihr dazu von dieser ganzen Geschichte? Wie immer, vergisst ihr ja nicht, meinen Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen. Schaut auch auf meinen Instagram-Account, der Kollektionist1988, findet ihr immer unten in der Beschreibung. Das ist alles und ich sage euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss!